Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Wald und heute mit einem Gast, der sich jetzt vorstellen darf, wenn er will, er muss nicht. Ich heiße Norman Ludwig und bin sein Redekumpel. Ja, genau, wir gehen in dieselbe Schule, kennen uns seit der ersten Klasse und ja. Ich muss überlegen, nein, das war Fail, ich gehe schon in die verkehrte Richtung, fängt gut mit mir an. Ich wollte hier runter. Hier irgendwo war noch so ein Trainer, den wollte ich fertig machen. Ach, scheiß drauf, der müsste hier sein, aber ich glaube, das ist nur abends. Oder? Oh Gott, ja, auf jeden Fall, im letzten Part haben wir den dritten Orden gewonnen gegen den Spruchtel-Arena-Leiter. War alles ganz einfach. Mit unserem neuen Feuer-Pokémon. Ah, da ist der Penner. Oh Gott, was hat müsste der denn haben? Ich hab's vergessen. Ah, ne, ich hab das falsche Pokémon bestimmt vorne. Was soll's, den will ich jetzt noch kurz besiegen. Den habe ich gestern noch vergessen. Er hat den Feueraffen. Okay. Wir haben unser neues Feuer-Pokémon. Was sich so ein Feuer-Gorilla noch entwickeln wird. Und wir machen Kopfnuss. Und das sieht. Wow. Mein Pokémon ist echt cool. Oh, der Affe beißt mich. Oh Gott, ich habe jetzt Angst. Er hat mich gebissen. Was soll der Mist? Warum treffe ich jetzt nicht? Sag mal Opa, warum treffe ich nicht? Wie findest du denn den Scheiß? Schlecht. Ja, finde ich sau schlecht. Sehr schlecht. Kopfnuss und der Affe geht flöten. Der geht baden. Haha, da löscht das Feuer. Ja, kleine Wortspielchen. Aber egal. Der Penner ist besiegt. Ja, komm, geht zu deiner Mama. Und ja, jetzt können wir uns hier von hier verschwinden. Wir gehen hier mitten schön durch die große Gasse der Stadt. Weißt du, toll ist und weil wir es können. Okay, hier war die Seitengasse. Ist egal. Da vorne müssen jetzt die drei Typen sein. Ja, das sind alle drei. Gestern habe ich die anderen beiden besiegt, eben den dritten. Jetzt kriege ich hier, glaube ich, irgendwas. Yo. Ich glaube, das ist Münzamulett. Cooles Item. Kriege ich mehr Geld. Und sie drehen sich nochmal und ja. Okay. So. Münzamulett. Geben wir. Wir geben es. Oh Gott. Alle tragen ein Item. Ja, komm. Wir geben das Münzamulett dir, weil wir dich jetzt einsetzen werden. So. Einfach mal versuchen. So, nach vorne mit dir. Dann geht's weiter. Jetzt kommt nämlich gleich ein bestimmter Kampf. Ich habe ja gesagt schon Black bis zum siebten Orden gespielt und das weiß ich daher. Und wie findest du die Stadt? Sieht doch cool aus, oder? Ja. Ja, und jetzt kommt wer? Jo. Da, ja genau, da kommt sie. Ich dachte schon, sie kommt doch nicht. Und was will die jetzt von uns? Hey, siehst du, was willst du? Ah, genau. Ihr wisst alle, was sie jetzt von mir will. Sie will ein Battle. Rivalenkampf. Genau. Okay. Battle. Vier Pokémon. Okay. Zeig, was du hast. Du setzt deinen Hund. 18 auf Level 18 und er ist weiblich. Das ist gut. Das wird mir gleich von Vorteil sein. Es hat Bedrohung. Es senkt den Angriff. Okay. Wir machen. Weißt du, was lustig ist? Okay. Ich glaube, das war Schnüffler. Und wir machen Anziehung. Das geht ja, weil mein Pokémon männlich ist und ihr ist weiblich. Das funktioniert wunderbar. Und das gibt mir Zeit. Oh, es hat eben geleckt. Macht nichts. Jetzt erhöhen wir unseren Angriff und Spezialangriff um 1. Wir boosten uns ein bisschen hoch. Und es ist verliebt. Und kann nicht angreifen. Ha! Perfekt. Mein Headset rutscht, das ist nicht gut. Okay, jetzt wird es gehen. Wir erhöhen nochmal unsere Power. Damit wir den Hund gleich so richtig verprügeln können. Und er ist immer noch verliebt. Oh, ist der Hund süß. Der ist richtig lieb. Der greift nicht an. Genauso stelle ich mir meinen Hund auch vor. Wenn er so lieb wäre. Oh nein, er macht Risikotackle. Haha, wie wenig. Du bist ja voll schwach. Immer schön ein bisschen aufboosten. Dann kann ich die anderen Pokémon alle ganz schnell besiegen.
Okay, die sagt irgendwas, wahrscheinlich sie sind gut oder so, oder du hast keine Chance, keine Ahnung. Ihr wisst ja, ich verstehe nur Bahnhof bei Japanisch. Ja. Okay, wir sind bei 5 Minuten. Und jetzt greife ich in der nächsten Runde an. Und es ist... Okay, es ist nicht verliebt, es macht Risiko-Tackle. Ach, wie schwach ist denn der Hund? Gut, wir machen jetzt nach 4-mal Angriff erhöht. Ach komm, sei ein lieber Hund und greif mich nicht an. Ja, lieber Hund, so ist fein. Duplexieb, mal gucken, wie viel wir jetzt abziehen. Boah, ein Schlag, so viel. Ist das nicht cool, Leute? Sag auch mal was. Sei nicht so stumm. Cool. Oh, ja. Oh, schon wieder Risiko-Tackle. Verdammtes Mistvieh, dich finde ich jetzt... Dich finde ich jetzt nicht mehr lieb. Und siehst auch nicht. Ich weiß. Ich finde das Pokémon süß, ja. Und der Hund ist tot. Wir kriegen fast ein Level ab. Es kommt noch ein Pokémon, die bleiben drin, damit wir die gepowerte Angriffsstärke behalten. Oh, der Wasserstarter in der zweiten Entwicklungsform. Interessantes Pokémon. Nicht schlecht, hatte ich bei Black. Und es ist stark, ja. Aber es wird mich nicht besiegen können. Dafür bin ich zu gut. Wir heilen uns. Der Angriff. Den liebe ich aber. Naja, gut. Das spielt jetzt keine Rolle. Wir wollen mal gucken, wie viel der Angriff hier absieht. Die TM, die wir von zweiten Arena-Letter bekommen haben. Arena-Letter hin, entschuldigt. Und, wow. Ja, ich spiele mit Strategie. Die nicht, die haut einfach nur drauf. Ich bin jetzt schön hochgeboostet mit dem Angriff. Und ja, Duplex beendet die Sache. Hat auch keine Chance. Und, 900 Erfahrungspunkte, das sehe ich gerne. Und Level 20. Neue Attacke, irgendwas mit Punch. Was ist das Schönes? Power 70. Ja, ist normale Attacke, ja. Wir machen Duplex dafür weg und werden die Attacke sofort testen. Ist auf jeden Fall bestimmt besser. Boah, fast noch ein Level, das gefällt mir. Jetzt kommt ihr Psycho-Pokémon, dieses Ballon-Pokémon. Ja, ich kenne schon die Namen auf Englisch ein bisschen, das finde ich gut. Das aktiviert irgendeine Fähigkeit. Jetzt machen wir mal die neue Attacke, die heißt auf Englisch Third Power. Okay. Wow, ist der Angriff nicht cool? Mit Einschlag besiegt. Oh, und... Daniel, ja, was gibt's? Ist das der Pokémon... Der Maulwurf? Wo ist der Maulwurf? Den will ich unbedingt haben. Ja, da hast du gerade gesagt. Oh, und schon wieder der Feueraffe. Bang. Stirb. Den du bei Black hast. Applaus für mein Pokémon. Das war eine krasse Leistung. Den hatte ich leider nicht. Ich habe nicht gefunden. Das ist ja schade. Darum weine ich auch gleich. Nein. Gut. Die ist weg. Die weint jetzt bestimmt und rennt heute zu ihrer Mutter. Aber naja, wir müssen hart sein. Ist alles hartes Geschäft. Der Welt der Pokémon. Nur die Starken gewinnen. Die Schwachen fliegen raus. Und weiter geht's. Wir geben... Okay, hier war's. Supertrank. Für unser Pokémon. Und dann... Ja, was machen wir als nächstes? Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Was setzt sich jetzt nach vorne? Du bleibst einfach erstmal vorne da, wegen dem Münzamulett, damit ich auch wieder Geld kriege. Hier kommt nämlich noch einer, gleich lange hinterher. Den Part könnte ich auch wieder nennen: zwei Rivalen und zwei Siege für mich. Aber ich hätte ihn bestimmt gern ein Gast. Ein stummer Gast. Streber. Ja, genau, Rivale Streber haben wir hier wieder. Und der hat einen süßen Vogel. Aha, Loser. Mein Vogel hat sich schon entwickelt. Weil ich so cool bin. Und ja. Hier mal, wir greifen diesmal sofort an mit unserem Angriff. Third Power. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, was das ist. Mir ist nur der Name. Ich habe nur den Namen vergessen. Bei jeder Umgebung ändert die Attacke ihr Aussehen. Geheimpower, genau, das ist Geheimpower. Geheimpower, cooler Angriff. Jetzt haben wir noch einmal diesen Angriff. Und der Vogel geht weg. Der hat sich gerade verabschiedet.
Jetzt kommt, mal gucken, ob ich den Namen erkenne. Ich glaube, einfach mal, das ist der Pflanzenaffe. Ich gehe mal davon aus und setze den Vogel dagegen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es der Pflanzenaffe ist. Ihr könnt mich erschlagen, wenn es falsch ist. Bin ich gut? Bin ich gut? Gut. Ich bin gut, ich bin saugut. Hast gut geschätzt. Naja, wie gesagt, ich kenne die Namen schon ein bisschen, die englischen hier. Ich erkenne die schon ein bisschen wieder. Och nö, Ekelsamen, sowas mag ich gar nicht. Der Sandsturm. Oh ja, jetzt kommen die wilden Ekelsamen zum Einsatz. Oh Gott, das ist ja nervig. Gut. Ich wette, der macht einen Drang. Wetten? Doch nicht. Ruxopiep, okay. Und der Pflanzenaffe geht auch baden. 22 für meinen Vogel. Da, mein Vogel hat sich schon entwickelt, sagen wir nicht. Ist der so schlecht? Oh Gott, was ist das? Ein Kambu. Halt. Das sollte. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß nur nicht, was ich dagegen setze. Ach, ich mache meinen Pflanzenstarter mal. Damit mein Gast hier mal alle meine Pokémon sehen kann in Aktion. Das sollte die Katze sein, oder? Nein! Das war ganz falsch geschätzt. Wir wechseln sofort aus. Wir haben ja auch ein Wasser-Pokémon. Das war verkehrt. Das war voll verkehrt. Egal. Wir haben hier ein Wasser-Pokémon. Also, hast du aus wie Quappe? Naja, es ist auf jeden Fall eine Kaulquappe. Es wird noch zum großen Frosch. Quack. Ja. Ja. Den können wir den Quarkman nennen. Aber egal. Wir machen. Weil es so schön ist. Ah, er hilft seine normale Verteidigung. Das ist dumm. Ich greife mit einer speziellen Attacke an, die Blubstrahl heißt. Die schön abzieht. Oh Gott, es regnet eine Bäre. Oh Gott. Wie dumm. Ach nö. Wir machen unseren Bodenangriff. Oh, es erhöht wieder seine Verteidigung. Das ist nervig. Oh, shit. Okay, das hat gut abgezogen. Du musst nämlich wissen, meine Kaulquappe da ist von Typ Wasser und Boden. Darum kannst du auch Bodenangriffe. Na gut, eigentlich ist es jetzt nur Wasser, aber wenn es sich entwickelt, ist es Wasser am Boden. Was bald sein sollte, was ich hoffe. Und ja, das Ding geht down. Es geht sich auch verabschieden. Oh, egal. 24 für meinen Pflanzenstarter. Es will Megasauger erlernen. Das ist cool. Oh Gott, was machen wir da weg? Man kann sich dann automatisch ein bisschen heilen. Ja, was machen wir weg? Da habe ich... Wachstum könnte ich gebrauchen. Ekelsamen. Der Angriff ist cool. Überlegen. Beraten. Mir fällt nichts ein. Wir machen... Okay. Okay, Ene, Mu und raus bist du. Ach komm, Ekelsamen, weg. Ich hoffe, das bereue ich nicht. Ich hoffe es echt. Dafür hast du ja jetzt mega sauber. Ja, könnte man so sagen. Und jetzt, genau, das ist jetzt die Katze, da bin ich mir sicher. Katze. Willst du deine Recht haben? Na klar, habe ich recht, da ist die Katze. Weiterentwickelt. Ja, genau auf Level 20. Da entwickelt es sich nämlich. Hat also gerade die Entwicklung hinter sich. Ich höre meinen Angriff mit Wachstum. Das Ding macht Verfolgung. Wir erhöhen noch einmal unseren Angriff, dann schlagen wir.